Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gartuto, beim Clan Bettase. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass immer, wenn ihr hier einloggt, im normalen Dorf, also im Tagdorf, dass solange die Clanspiele laufen, man immer so zu den Clanspielen hingebeamt wird. Also auch wenn ich hier jetzt auslogge, wieder einlogge, dann geht das einmal so witt und dann bin ich wieder hier bei den Clanspielen. Macht man das im Nachtdorf? Ist das übrigens nicht doof. Wer im Nachtdorf ausloggt, der loggt auch einfach so wieder im Nachtdorf ein. Ist mir mal wieder einfach so beim Spielen aufgefallen. Und ja, Clanspiele, Mega-Clanspiele, ich habe das ja total verpeilt, weil ich natürlich viel CK mache, kommen solche Folgen hier immer eher an zweiter Stelle. Aber ich will sie natürlich heute auch mal spielen, bevor ich noch länger vor allen Dingen eine Quest blocke. Ich habe das gar nicht gesehen, habe mich schon mal so ein bisschen hier eingebracht in die Clanspiele. Und habe allerdings jetzt schon seit 3 oder 4 Stunden ein Spiel angenommen. Ich hatte das gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, na komm, du machst die gekreuzten Schwerter. Habe gar nicht geguckt, was musst du da machen. 800% muss ich hier im Nachtdorf die Builder Battle Destruction machen. Und 800% dafür habe ich 24 Stunden Zeit. 5 Stunden blocke ich diese Quest schon. Das ist natürlich doof. Deswegen will ich die heute auch mal, ich denke mal, spielen. Mal gucken, wie viel Prozente wir uns denn so einheimsen können. Ihr seht hier, ich habe hier nichts im Bau. Bin also relativ stark oder nicht stark. Gucken wir einfach mal rein, wie das hier läuft und wie viel Prozente ich hier mal in so einer Folge, je nachdem, wie lange sie denn geht, einbringen kann. Ich muss immer mal kurz gucken in die Base. Oh, das ist auch, die ist nicht einfach hier. Und ich mache nicht jede Base hier mit den Barbaren und mit den Riesen. Wo es natürlich geht, mache ich das. Und ich denke mal hier, geht das auch ganz gut. Ja, klar, fliegen die erstmal weg. Hurra. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht trotzdem schon mal ein bisschen was aufbekommen hier. Da haben wir jetzt schon die ersten Sachen schon mal auf. Das ist schon mal super. Dann können wir hier schon mal unsere Barbaren so ein bisschen rumspammen. So ein bisschen müssen die ja tun, damit es hier irgendwie so ein bisschen in die Mitte geht. Denn die Gefahr ist natürlich groß, dass die hier nach außen gehen, beziehungsweise dass die hier auf die Zerschmetterer gehen. Und jetzt gucken wir mal, meine Maschine wird jetzt bestimmt sterben. Wir ziehen hier, vielleicht kriegen wir noch ein paar Prozente rein. Gucken wir mal neben der Hütte hier, dann spammen wir die mal hier rein und noch mal hier rein. Dann laufen die nicht so auf den Zerschmetterer zu, denn die packen den nicht. Aber so packe ich hier wenigstens 53%. Ja, ich meine, 800% muss ich ja machen. Das Ganze summiert sich aus. War heute Abend auch mal eine Frage. Es gibt ja mehrere Quests hier, die man machen kann. Also zerstöre mit einem Angriff 100% oder aber im Haupt- oder im Nachtdorf. Und gucken wir mal, wir haben uns gut geschlagen hier. Jawohl, ihr seht das, ich kann auch den Bonus ganz gut gebrauchen im Moment. Ich habe nichts im Ausbau und kann auch gleich wieder alle drei machen. Das ist natürlich super. Und habe jetzt 56%, okay. Da hauen wir uns mal die Glocke hier rein. Und schauen wir mal, dass wir hier so ein bisschen vorankommen. Wo ist meine Kampfmaschine? Da oben, okay. Die brauche ich jetzt natürlich auf Level 10 so ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Ist sicherlich gleich fertig. Okay, da geht's weiter. Es ist wieder alles voll, der Boost oder dem Boost sei Dank. Und dann gucken wir mal, wie wir hier prozentual weiterkommen. Man sieht das hier schon. Also ich kann ja jetzt keine bessere Base mehr als 7 hier bekommen. Aber bekomme hier doch schon nette Gegner, muss ich mal so sagen. Donner Wetter. Und weiß manchmal auch gar nicht, wie ich die machen soll. Denn das ist ja auch keine Heilsarmee hier. Die Truppe hier. Mann. Das ist schwierig. Okay, wir müssen Prozente machen. Wie ist eigentlich egal, aber wir müssen einfach die Prozente in den Mehrspielerangriffen machen. Und es ist natürlich umso schöner, wenn wir hier so ein bisschen die Mehrspielerangriffe ganz gut prozentual abräumen. Das wäre natürlich nicht schlecht an der Stelle. Also jetzt gucken wir mal, dass wir die Maschine erstmal wieder hier reinkriegen. Und es muss dringend hier der Brutzler fallen. Das wäre auch nicht schlecht. Dass die jetzt nicht alle, die gehen auf den Multimörser, das ist schon mal gut. Und dann kann ich sicherlich ein paar Richtung Rathaus spammen lassen. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich.
gucken wir mal, ob wir die noch mitnehmen. Nehmen wir die mit? Komm, komm, komm. Ah, ja, 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 ja. Die haben wir gerade so geschafft. 48%, aber mehr wären es auch nicht. Oh, oh, oh. Das ist eine enge Geschichte. Also wenn die beiden Zerschmetterer neben den RH stehen oder neben der Meisterhütte stehen, dann ist das doch schon eine schwierige Geschichte. Und die Kanone da hinten, die müsste Level 6 sein. Die ist natürlich auch nicht vom Pappe. Die haut schon richtig gut was weg. Wir gucken mal rein, ob der Kollege hier mehr als 48% macht. Oh ja, hat er schon. Ah, toll, jetzt kommt er noch mit der Maschine. Okay, hat er schon gemacht. Schade auch. Ich muss also immer bei meiner Base natürlich irgendwie die Meisterhütte erreichen, sonst habe ich verloren. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber er hat das prozentual etwas besser gemacht, auch wenn auch nur mit einem Stern. Also auch nicht so wirklich, wirklich gut. Aber prozentual. Wir müssen prozentual was holen. Das reicht. Und hier auch wieder so eine starke Base. Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, ich kann hier ganz gut eigentlich mit meinen Riesen agieren. Ich gucke mal, ich komme immer gerne über drei Flanken so rein. Dann kann ich nämlich meine Barbaren immer ganz gut reinspammen hier. Möglichst über die Seite, wo diese Riesenkanone ist. Das ist mir eigentlich am liebsten. Denn die muss dann auf mehrere Ziele gehen. Und hat es dann so ein bisschen schwieriger. So, aber mit der Maus ist das hier auch schwer geklickt manchmal. Da haben wir sie erstmal gezündet. Das Ding da muss einfach weg. Das Ding muss fallen. Und jetzt sind wir schon gut in der Base hier drin. Meine Riesen werden immer mal wieder so ein bisschen weggeschleudert. Aber das sieht noch ganz gut aus. Und gehen jetzt die ersten Barbaren, gehen jetzt schon auf die Hütte drauf. Dann brauche ich die nicht mehr. Dann kann ich hier so ein bisschen seitlich noch vielleicht den einen oder anderen Prozent holen. Denn meine Kampfmaschine ist jetzt kaputt. Ist jetzt kaputt. Und wir haben aber sogar beide Zerschmetterer geschafft. Das ist natürlich nicht schlecht. Beide Crusher geschafft und 74%. Also auch meine Base hat schon 100% kassiert. Und aber diesmal haben wir wieder gewonnen, haben prozentual wieder was dazugeholt. Das ist super. Und der hat schon diese Flugdinger. Die Flugdinger habe ich auch schon. Die habe ich auch schon. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Aber erst auf Level 3. Die wären ja jetzt auch ein bisschen teurer. Aber das ist eine Top-Base hier. Denn hier ist ein Zerschmetterer im Bau. Das ist natürlich super für meine Truppe. Und jetzt gucke ich mal. Wir kommen aber trotzdem immer so ein bisschen so ein bisschen ablenkungsmäßig hier rein. Und gehen hier auch ruhig das Stück. Der kann auch ruhig da oben die Mauer machen. Jetzt muss ich hier unten allerdings so ein bisschen die Clanburg-Truppen schon mal wegmachen. So. Dann nehmen wir mal von hier unten noch einen. Oder ja doch einen Riesen hier mit rein. Kampfmaschine schon mal gezündet. Wir gehen mal ein bisschen näher rein. So, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen Tumult gemacht. Hier gehen wir auch mal rein. Eieiei. Jetzt kriege ich die nicht rechtzeitig gesetzt hier. Das war natürlich doof. Jetzt muss ich erst warten, dass die Bomber genau da die Mauer aufmachen. Dass es hier jetzt endlich auf den Zerschmetterer gehen kann. Ach, nicht auf den Zerschmetterer. Auf den Mörser gehen kann. Und jetzt müssen die hier mit aller Gewalt gegen den Brutzler ran. Jawohl, das haben wir 50%. Bisschen mehr. Ja, das sieht ganz gut aus. Also an der Maus ist das wirklich schwierig geklickt. Hier die letzten Prozente holen mir jetzt noch die Bomber. Zumindest der hier hinten. Aber ist auch eine 5er Riesenkanone schon. Ne, 5. Das ist eine 6er. Das ist eine 6er, denn ich baue meine gerade auf 5, wenn ich sie dann bauen kann. Und habe noch nicht diese Goldränder. Das heißt also, die muss schon höher sein. Und mal sehen, 56% mit 2 Sternen. Wie er das macht hier, oh, das ist so ein Zeitklauer, ja, oh, die kann ich gut ab. Ich weiß mittlerweile, dass ihr die auch gut abkönnt, diese Zeitklauer, diese Boost-Zeitklauer hier bei mir. Die also hier einen Bogi nach dem nächsten setzen, oh, ist das langweilig, meine Herren. Also da finde ich die Barbaren-Action schon ein bisschen besser, aber wir müssen diese Def jetzt über uns ergehen lassen. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ihr heute mal eine Nachtdorf-Folge seht. Es ist ja letztendlich unter dem Motto Clanspiele und ich habe das echt verpeilt, dass es für einige Clanspiele richtig viele Prozente gibt. Ist natürlich für die wenig Spieler super von uns. Also ich bin ja heute auch erst im Laufe des Tages hier eingestiegen, konnte also auch nicht gleich morgens beginnen hier mit den Spielen.
Und deswegen ist natürlich, um so ein bisschen reinzuholen, so eine 400% Quest natürlich genau das Richtige. Also Supercell ist auf dem super, Supercell ist auf dem super Weg. Supercell, finde ich, macht das sehr, sehr gut. Sind auch wieder gut abwechslungsreiche Dinger dabei. Wenn auch gleich ich sie heute Abend auch schon so ein bisschen als witzlos abgestempelt habe. Denn, sind wir ehrlich, die 20.000, die man jetzt machen muss, na, die sind natürlich leicht erspielt. Ist leicht erspieltes, ist leicht erspielte Beute. Und jetzt hat er zwar schon 53. Ich weiß gar nicht, wie viel er machen muss. Er muss einen zweiten Stern machen. Mal sehen, jetzt wird er wahrscheinlich gleich mit seiner Kampfmaschine nett kontern müssen. Die kommt jetzt von da. Ich hoffe, die Clanburg-Truppen halten die reichlich auf, dass er nicht ans Rathaus kommt. Also bisher war es eigentlich immer so, dass die gut aufgehalten haben, dass der Kollege hier gut Pfeffer gekriegt hat und nicht sofort Richtung Rathaus latscht. Das ist auch im Moment so. Er kriegt jetzt auch noch gut Beschuss. Kann sicherlich die Kampfmaschine noch mal ziehen, aber die geht jetzt in die Mitte oder sie geht halt so ein bisschen rein. Jawohl, das war's. 61. Gewonnen. Ich freue mich ja immer, wenn ich gewinne. Also gut gemacht hier, gute Def von mir. Und wir haben wieder gewonnen. Sind wir denn noch im Boost? Jawohl, wir sind noch im Boost. Das macht aber nichts. Ich werde vielleicht auch den einen oder anderen Griff einfach schneiden und nochmal vor euch festhalten. Ja, der ist in etwa genauso stark wie ich. Und auch hier die beiden Zerschmetterer wieder so nah aneinander. Ja, das ist ja eigentlich ist es nichts für mich. Also für meine Truppe hier mit den Barbaren. Aber ich komme mit denen im Moment einfach am besten zurecht. Muss ich sagen. Und es geht ja auch darum, die Prozente hier zu machen. So, da fliegt der erste Riese weg. Da machen wir den mal weg. Hier schon mal so ein bisschen mit unseren Barbaren reingespammer. Jawohl, die gehen noch ganz gut. Nicht, dass wir den letzten Bomber hier vergessen. Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Ich habe nur keinen Riesen mehr, der tankt. Und die müssen hier allerdings jetzt auch so ein bisschen... Oh, 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 oh. Die müssen hier jetzt so ein bisschen hart rein. Oh, nee, ich habe den Fokus gerade auf etwas Verkehrtem gehabt. Das ist natürlich auch doof. So, mal sehen. Den Zerschmetterer dürfen wir auf gar keinen Fall in die Arme laufen. So ein bisschen muss jetzt noch auf die Meisterhütte gehen. Aber hier geht nichts auf die Meisterhütte. Ei, das war zu schwierig. Wir haben einen Stern, aber nichts geht auf die Meisterhütte. Und 58 habt ihr eben gesehen, das ist zu wenig. 61, ja, aber leider nicht den zweiten Stern. Das ist ein bisschen doof. Man kann nicht alles haben. Ich habe ja auch schon mit anderen Armeen angegriffen, aber diese, ihr seht, man kommt mit der ganz schön weit. Und je nachdem, wenn natürlich jetzt die Defense drin ist, dann habe ich auch die 64% habe ich ja in jedem Fall durch die Summierung. Wo ist jetzt eigentlich noch was da? Ich sehe gar nichts mehr. Manchmal läuft die Zeit hier auch. Ach, da der Bomber. Manchmal läuft die Zeit hier auch, obwohl man gar keine Truppe mehr hatte. Der Bomber holt mir jetzt hier noch die letzten Prozent. Ist nett anzusehen mit seiner Brille. Also er schützt sich selber auf jeden Fall vor den Splittern, die hier runterkommen. Und ich lasse das ruhig laufen. Vielleicht macht der Gegner auch nur einen Stern. Und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Prozente drin als er. Ja, das war es jetzt aber auch. Na, gucken wir mal. Oh, wieder gewonnen. Yes, hätte ich fast gesagt. Plus 32 nochmal. Das war jetzt erstmal mein Bonus. Das macht jetzt nicht 47 Sekunden. Das cutte ich eben. Wir machen auf jeden Fall weiter. Im Moment habe ich übrigens meinen Höchststand auch erreicht. Also ich glaube, bei 4000 ist ja das Cap für den Bonus. Ich bin hier ja relativ gut im Bonus drin. Also 3,744 ist jetzt auch schon das Beste. Und wir müssen die Prozente holen. Wir müssen die Prozente holen. Und dann gucken wir mal, was wir noch auf unserer Konto so drauf kriegen mit 1, 2, 8 Angriffen. Ja, die stehen schon ein bisschen weiter auseinander da. Die Crasher, aber ihr seht das machen auch sehr, sehr viele, dass sie hier die beiden Zerschmetterer hinter den oder neben die Burg stellen, denn die Truppen gehen da ja doch dann schon relativ gerne drauf. Und ich muss nur so ein bisschen immer auf meine Kampfmaschine aufpassen und dass die mir nicht so voll auf den Crasher laufen. Machen sie aber nicht. Sie gehen jetzt erstmal auf die Kanone, das ist super. Und dann können die jetzt auch noch, ja, also der Crusher ist immer schwierig. Also mit Maschine hole ich den natürlich ganz gut. Aber mal sehen, ob wir uns den jetzt nicht holen. Ah, jetzt ist er weg. Okay, Maschine ist da oben noch am Leben. Wir haben schon Einsätze. Ja, mal gucken, ein paar Prozente noch rauskitzeln hier. Der Bomber schafft es nicht. Und die werden das große Lager leider auch nicht schaffen. 64%. Der Gegner ist noch am Attacken. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal, 64%, 2 Sterne sind zu schlagen. Gehen. Boah.
Ist das beschissen. Pick, 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 pick. Ein Schuss nach dem nächsten. Ah, er hat ein paar Bomber dabei. Okay, er versucht es also von beiden Seiten so ein bisschen hier. Und ist natürlich jetzt schon ziemlich nah an meiner Meisterhütte. Klar, wenn er das hier hinten frei macht, dann ist er da schon mal dran und kann sich die Meisterhütte mit so ein paar Schleichschützen jetzt holen. Das ist in Ordnung. Denn ihr seht, das sind erstmal 22% und ein Stern. Wir haben 64% und zwei Sterne. Die muss er jetzt erstmal holen. Gucken wir mal. 13er Kampfmaschine, 9er Babydrachen hat er dabei. Mal sehen, wofür er die einsetzen will. Sicherlich nicht, um die Meisterhütte zu holen. Obwohl die auch jetzt nur noch einen Schuss braucht, maximal. Nein, er holt sich die Hütte mit dem King. Das ist super. Denn der kriegt natürlich jetzt gut Beschuss. Da muss er auf jeden Fall jetzt schon das Ding zünden. Und kriegt hier reichlich Pfeffer, also 29%. Ja, mal sehen. Aha, okay, das Teil wollte er weghaben, hat er nicht geschafft. Also die Trommel hier, die Fässer bleiben erstmal stabil. Jetzt kommt er hier noch rein. Ich habe allerdings noch alle drei Luftabwehren. Also so super weit kommt er nicht. Da versucht er jetzt prozentual auch was rauszuholen. Kriegt jetzt aber schon Beschuss von der Luftabwehr hier und von den Tonnen. Die Tonnen, die sind, das ist eine coole Abwehrtruppe. Da versucht er sie zwar nochmal wegzumachen, aber jetzt haben wir noch Defense hier, die einfach zu stark ist für die Schleichschützen. Dafür müssten die jetzt 100 Sekunden in Schleichstellung sein, dass die jetzt noch was reißen. Och komm, nur gib doch einfach auf. Wenn man jetzt tippen könnte, ey, du hast schon verloren, gib auf, wird das ja sofort jeder machen. Und jetzt tapst er hier noch gleich in zwei Fallen rein, da ist die erste. Okay, da werden sie noch rausgeschleudert, kostet aber Zeit, ja, kostet dem Gegner Zeit. Die Bogenschützen müssen wieder anlaufen, deswegen stehen die eigentlich so. Und 43%, da will er sie ärgern. Das hat er leider verloren, der Kollege. Und wir haben gewonnen. Oh, Donnerwetter. Ich könnte die Folge jetzt, glaube ich, auch anders nennen. Road to 4K. Mache ich aber nicht. Wir machen in dem Fall hier ganz munter prozentual weiter. Ja, Zeitsprung. 12 Angriffe später mache ich noch einen. Oh, ich bin echt Nachtdorf. Naja, aber was soll's. Ich muss da jetzt durch. Und wir müssen noch die letzten 40% hier holen. So, das haben wir auch geschafft. Super. Und damit haben wir die Errungenschaft auch geschafft hier. Die Clanspiele sind in jedem Fall für mich jetzt auch vorbei, aber ich konnte nochmal 400 Punkte beitragen und mal gucken, ob wir noch gewonnen haben. Ich habe jetzt schon meinen Höchststand sowieso erreicht, 3836, bin aber jetzt schon beim vorletzten Bonus, 50% zerstört, ein Stern. 61%, okay, das wird er geschafft haben, oder? 61, bleibt es dabei? 64, oh nee. Ah, wie knapp ist das denn? Komm, mach das kaputt, jawohl. Ist kaputt, 64% haben wir nochmal verloren. Okay, macht aber nichts. Aber ihr habt es gesehen, ich habe jetzt die Errungenschaft auch geschafft. Ihr habt nochmal 400 EP reingeholt und wir sind eh fertig gewesen. Aber egal, ihr seht das hier auch für mich als Wenigspieler. Kann das hier Sinn machen und ich hoffe, die Kleinspiele ja, haben euch gefallen. Ich muss jetzt hart nachfahren hier, bin jetzt ganz eng. Bis dahin, euer Toto. Clasht.